Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Tab, red mir nicht in die Anmoderation. Danke dir. So. ja. Wir sind in der Urmutter angelangt, im Berg, im Heidenberg, wo eigentlich nur die Urmütter rein dürfen und die, was waren wir, die Sucherin? Wir dürften da eigentlich nur rein und die Urmütter. Und die anderen Leute hier eigentlich nicht. Und jetzt ist ja alles voll bevölkert. Ich glaube, das könnte ein lustiges Gespräch werden. Hi. Als wärst du eine von uns? Nee. Tirsha, hi. Also, bist du nun zurückgekehrt? Ja. Nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Ernsthaft? Vergiss deine Ängste. Ignoriere sie und stehe durch die Luke. Aber ignorieren. Du hältst mich nicht auf. Eigentlich könnten wir doch ein bisschen badass sein, oder? Aber ich will Lanzra nicht irgendwie verschrecken oder so, Mann. Komm, ich will badass sein. Ich kämpfte mich durch eine Armee, während du in dieser Höhle hocktest. Und du willst mich stoppen? Aloy, das ist nicht notwendig. Badass. Woher weißt du denn, was notwendig ist? Was es mich gekostet hat, hier zu sein. Jetzt, in dieser Höhle. Es ist mein Geburtsrecht. Ihr werdet es mir nicht noch einmal wegnehmen. Das hat voll gepasst in der Szene. Badass, Aloy. Identity-Scan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische ja. Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sorek. Bitte treten Sie durch. Oh Mann. Du bist also drin. Ja. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ach du Scheiße. Ich habe nie aufgehört. Das war gerade leicht episch. Das war episch gerade. Finde ich schön. Oh, ich bin wieder gehypt. Ah, schön. Das Spiel hat mich zurück. Wie geil. Ah, so, hier. Tür öffnen, ja. Achso. War ja Dreieck in dem Spiel. Ich spiele zu viele Games gleichzeitig. Das ist unbelievable. Wirklich unbelievable. Warte mal kurz. So, passt. So, hier runter. Nein, nicht. Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Silence hat die Klappe. Eigentlich immer so negativ. Obwohl ich auch glaube, dass uns nichts Biologisches hier geschaffen, in Anführungszeichen, hat. Das sind also künstliche Gebärmütter? Die Mütter einer neuen Generation, hunderte von Jahren alt. Und ich? Ja, und du? So ist das, Aloy. Sicher, sicher. Hier wird noch was passieren, das kann doch nicht das Ende sein. Auch alles mal ausrüsten hier. Obwohl ich nicht glaube, dass uns hier unten etwas angreift, das wäre unwahrscheinlich. Es sei denn, die Eklipse kommt nochmal. Was? Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder.
Zur Zeit. Das war gerade leicht creepy. Was war das denn? Das fand ich gerade leicht creepy. Mehr als nur leicht. Wo geht's denn hier überall hin? Blau ist die Farbe des Himmels. Weiß ja. ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe von Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz. Und sie lieben Blumen. Und sie kommen. Bzz, 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 bzz. Und hier... Wie geil. ...haben sie gelebt? Was für ein Chaos. Alles ist kaputt oder beschmissen. Aber wie lange haben sie hier gelebt? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. Das hat, nimmt langsam Ausnahme einer Creepypasta an. Habe ich nur ich so das Gefühl, oder... Geht es mehreren so, dieses Spiel spielen? Ich hab keine Ahnung. Ich will nichts übersehen hier, auf keinen Fall. Da drüben ist noch was, das weiß ich jetzt. Okay, dann nehmen wir das gleich mit. Okay, ist nur, eine Text, ist nur ein Textprotokoll. Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde! Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch! Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und zuckt euch aus. Okay, also die Kinder wurden von Maschinen gesittet. Alles klar. Also gab es wirklich damals schon humanoide Intelligenzen. KI. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal! Wir wollen jetzt! Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemacht. Psst, Elle! Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin! Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Ich hasse es manchmal, wenn sie zusammenreden. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Bitte treten Sie durch. Ach komm, rede doch nicht die ganze Zeit dazwischen. Okay. Ein Ort des Lernens. Was war das hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Habe ich was übersehen schon, oder? Nein. Das sieht aus wie so ein... Alter, sind wir auf der Gamescom, oder wie? Sieht aus wie eine Zuckerbude. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Ach, das ist eine Schule. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Apollo Offline? Okay. Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. Ach, Silence. Du bist so mega unsympathisch. Hallo, trotzdem mag ich dich. Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Aber doch schon. Erster Schultag. Es hm? Gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So, so viele was Neues? Möglichkeiten. Ne, okay. Apollo Offline. Kommt das da jetzt auch oder kommt da jetzt was Neues? Hallo, ich teste es. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag.
Ja. Dein erster Schultag. Hm. Schon das dritte Mal. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Offline. Kommt das nochmal? Ne, okay, jetzt haben wir es durch den Kreis. Okay. Eine Etage tiefer, bitte. Alter. Da geht's noch. Da geht's wirklich noch ein paar Etagen tiefer. Oh, schön. Okay. So. Ich will echt kein finstliche Information hier. Da kommt irgendwie das Gleiche. Kind. Mein Name ist Samina. Ah. Heute ist ein großer Tag. Ja. Erster Schultag. Ah, hatten wir schon. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Warnung. Apollo offline. Ah, schön. Hatten wir noch gar nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier auch sein wird. Aber ich teste das trotzdem, weil ich nichts verpassen will. Komm. Ich hasse den Entwickler dafür. Hallo, mein Kind. Ja, danke. Mein Name ist Samina. Ja, ist okay. Heute ist ein großer Tag. Ja. Dein erster Schultag. Wirklich? Es gibt so viel zu entdecken. Ehrlich? So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Ach, nee. Apollo offline. Komm, geht doch nochmal, oder? Ja schon. Scan das. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Das ist anders. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Warnung. Ist nicht anders. Apollo offline. Ja, Apollo offline. Schön. Hatten wir aber schon. Ich muss wieder hoch, oder wie? Ich muss wieder hoch. Ach so. Sag mir das doch. Ich wollte trotzdem hier alles sehen. Kann ich hier rein theoretisch noch tiefer? Kann ich rein theoretisch rüber hüpfen? Ich will da runter. Ich darf da nicht rein. Alles klar. Da wirklich nicht rein, ne? Okay. Mann! Okay, dann gehen wir da eine Etage höher. Oder zwei. So, hier. Ja, Dreiecktür öffnen. Ich hab's gecheckt. Zugriff auf Route 1 dringende Mitteilung für Dr. Sobeck. Dr. Sobeck ist hier. Mit ihrem Fokus. Das klingt wichtig. Ja. Ich vermute, dass wir hier viel erfahren werden. Oh ja, das vermute ich auch. Eindämmungsluke. Oh. Identity-Scan. Fehlfunktion. Okay, machen wir später. Vorlegen. Naja, machen wir gleich. Machen wir gleich, machen wir gleich. So. Hier haben wir noch eine schnelle Textdatei, die ich natürlich mitnehme. Und jetzt kommt das wichtige Zeugs. Was? Was ist das denn? Wie geil. Okay, ich bin mal still. Elizabeth. Es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden.
worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die alle von ihnen halten soll. Sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Boah, was? Ach du Scheiße, wie episch war das denn? Das war mega gut gemacht. Das war mega heftig gemacht. Ich will auch nicht hier weg. Bestimmt noch irgendwas zu entdecken. Ich will hier nichts liegen lassen, was irgendwie wichtig wäre. Wenn hier irgendwas wichtig wäre. Ah. Eindämmungsluke, ja, es dämmt gut ein. Fehlfunktion korrigiert. Na komm, mach auf. 4, 9, 1, Zugriff freigeschaltet. Danke dir. Was? Ist okay. Ja. Ey, Leute. Das kriegst du hin, oder? Die hakt sich doch niemals fest, wenn ich da eigenhändig rüberspringe. Niemals! Hakt die sich da... Ich muss da runter, das ist mir schon klar. Die hakt sich da doch niemals fest. Niemals! Das traue ich der Elo nicht zu. Geht die Leiter bis ganz runter? Nein. Oh shit! Das hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, wir springen gerade in den Tod. Aber, hey, was mache ich hier unten eigentlich? Hier sollte ich nicht runter, ne? Was mache ich denn? Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ach so. Sag mir das doch, Mann. Hallo? Ja, so geht es, Ella. Sehr schön, danke dir. Okay, geht's hier wieder raus, oder? Was? Das wird bestimmt interessant. Ach, ist ja nur wieder hier, okay. Komm, das gönnen wir uns jetzt. Ich bin gespannt, wie die reagieren. Wir sind wieder da, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Ich
Vergib mir! Vergib mir! Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Erst Ausgestoßene, jetzt das? Ich will nicht verehrt werden. Ich bin nicht die Gesalbte. Ich gehöre nicht zu euch. Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier, überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Die Mörder haben schlimm gewütet, aber durch den Willen der Göttin... Heftigste Szene. Kann ich noch mit euch reden oder so? Aloy, wie nett von dir, vor deiner Abreise noch mit mir zu sprechen. Ich bitte euch alle nochmal. Es gibt keinen Zweifel mehr. Du bist ein wahrer Segen. Der Wille der Göttin, leibhaftig. So einfach ist es nicht, Tirsa. Es muss wohl reichen. Ich weiß, dass dein Weg gefährlich sein wird. Den Metallteufel zu töten klingt unmöglich, doch ich glaube an dich. Danke. Wieso Rost? Na komm, wir fangen mit den Nora an. Die Nora haben Schreckliches erlitten, Tirsa. Was wird denn jetzt aus ihnen? Das kann nur die Göttin entscheiden. Nur sie kennt die Zukunft. Im Moment kümmere ich mich mit den anderen Stammmüttern um die Verwundeten. Und wie versprochen, jeden, der dir nach Meridian folgen möchte, werden wir zum Sucher ernennen. Ich glaube, bis auf Weiteres sollten wir lieber hier im Berg bleiben, nahe der Göttin. Das ist wohl das Beste. So könnt ihr euch zumindest gut verteidigen. Da gibt's aber ziemlich viele Sucher, ne? Okay. Rost. Tirsa. Erzähl mir Rosts Geschichte. Warum er ausgestoßen wurde. Er hat's mir nie erzählt. Wegen des Schweigegelübdes. Was hat er getan? Oh. Ja, das. Was war sein Verbrechen? Ich sage es dir, wenn du willst. Doch die Geschichte ist sehr lang. Möchtest du sie wirklich jetzt hören? Wieso können wir uns da jetzt entscheiden? Wieso? Ah. Leute. Lasst mich einmal ein richtig fetter Arsch sein. Wir werden auf 10 klicken. Aber in der nächsten Folge. Boah, bin ich ein Dreckstep. Aber egal, Leute. Lasst eine Bewertung da. Und schreibt mir in die Kommis, was ihr glaubt, was Tirsa jetzt gleich erzählen wird. Das würde mich interessieren, ob da irgendwer... Also nicht spoilern, wenn ihr es schon kennt. Einfach nur eure Vermutungen, solltet ihr es noch nicht kennen. Nicht irgendwie spoilern für andere, das ist uncool. Ja. Letzte Bewertung da und dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr wieder bei einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.